Jetzt sehen Sie die Berichte aus Bad Klein. Produziert und bearbeitet wurde es von uns Schüler Nils Steinmart und ich, Philipp Jamm, der Arbeitsgemeinschaft Fernsehen, der regionalen Schule am Schweriner See in Bad Klein. Ich berichte heute von der taktoffenen Tür bei der Feuerwehr in Bad Klein 2018. An der Kamera ist Nils Steinmann und die Moderation habe ich, Philipp Jamm. An meiner Seite habe ich jetzt Karl-Heinz Meyer. Hallo, Herr Meyer. Hallo. Was ist Ihr Job hier eigentlich? Ich bin der Leiter der Feuerwehr Bad Klein und wir haben heute hier einen Tag der offenen Tür. Und warum haben Sie jetzt den Feuerball so ausgelöst? Wir haben nochmal erinnert, alle Bürger, dass wir um 14 Uhr hier beginnen mit unserem Tag der offenen Tür bis 18 Uhr und haben einmal die Sirene auslösen lassen durch die Leitstelle in Schwerin. Okay, danke für das Gespräch. Gerne. An meiner Seite habe ich jetzt Herr Schick. Hallo, Herr Schick. Hallo. Philipp. Ich habe mal eine Frage. Was machen Sie hier eigentlich? Ja, was mache ich hier? Heute zum Tag der offenen Tür der Feuerwehr Bad Kleinen bin ich eingeladen worden, um mit den Streifenwagen hierher zu kommen, um den Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, sich auch mal ins Auto zu setzen, Fragen zu stellen zur Polizei. Eventuell will ja doch der ein oder andere bei der Polizei mal anfangen. Das ist eigentlich meine Aktion hier heute. Für die Sicherheit sorgt mein Kollege, der Herr Schauland, der ist auch da. Und ansonsten, wie gesagt, will ich mich ein bisschen um die Leute kümmern. Hallo, was machst du hier eigentlich? Ja, also ich mache hier halt Ausbildung mit zum Beispiel Eisrettung oder Bootsrettung. Also alles fast Dinge, die man hier braucht zum Retten. Okay. Ich danke mich für das Gespräch. Bitte. Kaffee und Kuchen entdeckt. Ja. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, da hinten bei Fahrtbuschern ein bisschen die Haare zu färben oder ein bisschen Bemalung ins Gesicht zu machen. Wenn einer noch ein bisschen blass gewesen oder ist, weil der Sommer nicht so doll war, der kann sich dann noch ein bisschen bunt anmalen lassen. Auf dem Hof haben wir ein bisschen die Technikausstellung vorbereitet. Sie sehen das, was wir an Technik haben, hier zu stehen. Die Firma Hux ist auf dem Parkplatz und macht da einige Vorführungen. Zeigt Ihnen, wie das da funktioniert. Wir haben schon einen Sprung. Das bei Ihnen gerade brennt. Offline-Speicher, ja, das ist aber dort auch gern vorhanden sind. Und wir werden das explodieren. Wir haben auch ein bisschen Fettverbrennung. Natürlich machen wir auch Rundfahrten mit der Feuerwehr, die da länger starten oben an der Feldhecke. Erstmal den Kameradinnen und Kameraden zu danken für ihre Arbeit, dem Feuerwehrverein für die Unterstützung und natürlich unseren vielen Sponsoren, die wir da auch. Läuft es jetzt? Oha! An meiner Seite habe ich jetzt Frau Müller. Hallo, Frau Müller. Einen wunderschönen guten Tag. Was machen Sie hier eigentlich? Ich bin als Gast hier und als Gemeindevertreter und möchte der Feuerwehr gratulieren und mal sehen, was hier alles Schönes da vorbereitet ist. Warum wollen Sie hier unbedingt hin? Ja, weil mich die Feuerwehr interessiert, weil Feuerwehr wichtig ist und weil mein Enkelkind irgendwann einmal in die Feuerwehr eintreten will. Und deshalb bin ich mit ihm heute hier. Okay, danken Sie für das Gespräch. Aber gerne. Tschüss und viel Spaß euch auch noch. Thank you.
Oh!
Bränden auf gar keinen Fall Wasser benutzen, das Ganze runterkühlen lassen, indem man diese Pfanne, wie auch immer, dann abdeckt und Fenster öffnet, die Energiequelle abschaltet und dann eben wartet, bis das Ganze runterkühlt. Wie gesagt, auf gar keinen Fall Wasser benutzen. Diese Wassermoleküle werden aufgrund der Hitze regelrecht auseinandergesprengt und dann passiert diese Fettbrandexplosion. Das war mein Beitrag vom Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr in Bad Klein 2018. Und mit diesen Bildern gehe ich zurück in die Redaktion zur Bearbeitung. Die Kamera hatte Nils Steinmann und die Moderation hatte ich, Philipp Jamm. Tschüss, ihr Philipp Jamm. Ja.